Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Tutorial hier bei The HTML Tutorial. Und heute zeige ich euch, wie ihr kostenlos qualitativ hochwertige Bildschirmaufnahmen macht. Und zwar mit dem Programm Open Broadcaster Software. Ihr gebt einfach in Google ein oder ihr schaut in die Beschreibung. Da ist der Link zur Download-Seite. Mit diesem Programm hier können wir unseren Bildschirm aufnehmen. Und das geht eigentlich ganz einfach, also wenn wir es installiert haben. Ich habe es jetzt auf Englisch installiert. Müssen wir hier links unten in Scenes rechtsklick, Add Scene. Und dann können wir den Namen von dieser Szene eingeben. So. Move to top. Ist eigentlich ganz egal, wo die ist, nur jetzt. Für Präsentationszwecke habe ich es ganz oben und dann auf Sources Add. Entweder jetzt können wir eine dieser Sachen auswählen, aber erstmal Software Capture. Und das nenne ich jetzt erst einmal ganzer Bildschirm. Warum? Das seht ihr gleich. Und zwar öffnet sich dann dieses Fenster hier Software Capture. Dann wählen wir hier aus Monitor Capture und ich habe jetzt gerade nur einen angeschlossen. Also müssen wir hier Monitor 1 nehmen. Capture Mouse Cursor, damit die Maus auch aufgenommen wird. Capture Layered Windows. Müssen wir nicht machen. Und das hier passt alles. Dann drücken wir auf OK. Und wenn jetzt hier ein Haken dran ist und wir aufnehmen, dann nimmt er unseren ganzen Bildschirm auf dem Monitor 1 auf. Das können wir jetzt mal testen, indem wir hier auf Preview Stream gehen, Stream Vorschau anzeigen. Und schon sehen wir hier unseren ganzen Bildschirm aufgenommen. Aber wir sehen hier rechts ist noch ganz viel schwarze Fläche, die wollen wir wegkriegen. Das ist hier so ein endlich ineinander, das weil man es ja immer wieder aufnimmt und sieht und aufnimmt und sieht und aufnimmt und sieht und bla bla bla. Aber um dieses rechts hier wegzukriegen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen auf Settings, Video und dann setzen wir Base Resolution auf Monitor 1. Okay. Wenn wir jetzt Preview Stream machen, haben wir hier die Größe genau von unserem Monitor 1. Oder wenn wir das hier auf dem alten noch lassen würden, wie das dann geht, zeige ich euch im nächsten Teil. Aber wie gesagt, also jetzt haben wir hier schon mal eine Bildschirmaufnahme, die wir schon testen können. Läuft sehr flüssig, jetzt gerade nur mit 16 FPS, weil hier so viele ineinander sind. Das laggt dann natürlich ein bisschen. Und schauen wir uns noch einmal die Settings an. Also erstmal Sprache, Encoding und dann wichtig bei Broadcast Settings. File Output Only, sehr wichtig. Und dann müssen wir hier ein File Path auswählen. Dann habe ich hier Hotkeys, F10 zum Starten und Stoppen. Ich würde es gerne saven. Video habe ich ja gerade schon gezeigt, habe ich FPS auf 60 gestellt, maximal. Resolution Downscale auf None, damit die damit gleich hoch bleibt, gleich gut bleibt. Dann habe ich als Mikrofon mein Headset eingestellt. Und bei Advanced einfach alles so lassen. Und um zu streamen, drückt ihr hier auf Start Streaming oder auf euren Hotkey, den habe ich jetzt auf F10. Dann würde ich sagen, könnt ihr jetzt schon mal aufnehmen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wo wir noch etwas genauer daran gehen. Auf Wiedersehen.